Du hast Rückenschmerzen, du sitzt zu viel, du hast Probleme mit der Wirbelsäule, du fühlst dich ein bisschen steif auf der Körperrückseite, dann helfe ich dir in diesem Video mit einer einzigen Übung, die jeder können sollte und die dir mit Sicherheit gezielt hilft, das alles in den Griff zu kriegen. Viel Spaß! Moin Moin und herzlich willkommen auf mybodymind.de. Mein Name ist Dominik Barkow, ich bin Personal Coach und betreue meine Kunden ganzheitlich in den Themen Mobility, Kräftigung über Bodyweight, Körperhaltungskorrektur und Entspannung in Form von Meditation, Atmung, fasziales Training oder auch Ausschütteln. Das klingt ja erstmal viel zu schön, um wahr zu sein und nach einer sehr vollmundigen Ankündigung. Es ist aber tatsächlich so, dass die Wirbelsäulengymnastikübung, die ich euch im heutigen Video zeigen werde, der Jefferson Curl, einer der Basis-Mobility- und Kraftübungen ist aus dem Movement-Bereich. Also jeder, der aus dem Movement-Bereich kommt, der wird jetzt erstmal sagen, oh, ist das langweilig. Also von der Übung hat doch inzwischen schon jeder gehört. Ich wage das aber zu bezweifeln, denn in einem Gym und selbst im CrossFit- und Calisthenics-Bereich ist das doch eher nicht so weit verbreitet, einen Jefferson Curl auszuführen. Da ist der Bizeps Curl doch deutlich verbreiteter. So. Was ist das erstmal? Jefferson Curl. Der Jefferson Curl ist eine Bewegung, die ihr ausführt, um die gesamte Körperrückseite, explizit die Wirbelsäule, gezielt einzeln anzusteuern, sprich die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die Lendenwirbelsäule und aber auch eine Kippung im Becken zu erzeugen, sodass ihr auch die Beweglichkeit der Beinrückseite, insbesondere der Hamstrings, mit trainiert und in der rückwärtigen Bewegung nicht nur eine Dehnung herbeiführt, sondern auch eine Kräftigung der Muskulatur, sprich die Wirbelsäulenmuskulatur kräftigt und auch die Hamstrings kräftigt. Ihr habt also einen sogenannten Active Progressive Stretch. Heißt was? Active aktiv, weil ihr eine aktive Bewegung ausführt. Progressiv, also ihr könnt den loaden, ihr könnt es auch Active Loaded Stretch nennen, indem ihr halt Zusatzgewicht dazu nehmt und die Übung dann schwerer macht, also noch mehr in den Stretch geht, beziehungsweise noch mehr die Kraft aufbaut. Und Stretch, klar, Dehnung. Also ihr habt hier quasi eine Dehnung, eine Kräftigung und ihr könnt das Ganze noch progressiv gestalten, also nach eurem Trainingslevel anpassen. Im Übrigen ist diese Übung auch Gold wert für diejenigen, die gar nicht mehr richtig in der Lage sind, ihre Brustwirbelsäule anzusteuern, ihre Halswirbelsäule richtig anzusteuern oder ihre Lendenwirbelsäule bzw. Hüfte ein bisschen anzusteuern, weil wir dann nach dem Thema Use it or lose it wieder arbeiten. Sprich, wir bringen dem Körper wieder bei, eine Bewegung aktiv auszuführen, die in der Regel selten bis gar nicht macht. Thema Use it or lose it habe ich schon mal ein Infovideo drüber gemacht. Jawohl, findet ihr hier oben in der Infokarte. Da wird euch das Ganze nochmal eingeblendet. Da könnt ihr dazu abspringen. So, jetzt genug gelabert. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze geht. Ich habe mich hier über euch erhoben, positioniert auf einem Stepper. Das kann man vom Stepper aus machen, das kann man auch von einer Plyo-Box aus machen. Für Anfänger wird es auch genügen, wenn ihr gar keine Erhöhung habt. Das kommt ein bisschen auf eure Range of Motion, also darauf an, wie beweglich ihr seid. Wenn ihr jetzt selbst diesen typischen Arzttest kennt, mit den Händen auf den Boden kommen. Und wenn ihr das noch nicht schafft, dann braucht ihr auch keine Erhöhung. Ich zeige euch das Ganze erstmal von der Seite und dann nochmal von vorne, nur um euch das Prinzip zu erklären. Der Jefferson Curl ist wie gesagt eine Curl-Bewegung, also eine Einrollbewegung der Wirbelsäule. Es geht dabei explizit darum, jeden einzelnen Wirbelkörper Step by Step von oben nach unten einzurollen und am Ende der Bewegung die Hüfte mit dazu zu nehmen. Okay? Also, wir fangen an, die Halswirbelsäule einzurollen. Konzentriert euch dabei mal ruhig darauf, Wirbel für Wirbel einzurollen. Es geht hier überhaupt nicht um das Thema Geschwindigkeit. Ihr müsst keine schnelle Bewegung ausführen, sondern einfach versuchen, jeden einzelnen Wirbelkörper mal anzusteuern. Jetzt gehe ich weiter in die Brustwirbelsäule. Die befindet sich hinter der Halswirbelsäule. Und auch hier könnt ihr Wirbelkörper für Wirbelkörper einrollen. Und das Atmen nicht vergessen. Kommt so langsam in den Lendenwirbelsäulenbereich und rolle mich auch hier ein. Die Beine bleiben durchgestreckt, das Gesäß bleibt noch angespannt und erst jetzt lasse ich los und hole die restliche Bewegung aus der Hüfte und komme hier auch in den Stretch der Hamstrings, also der Beinrückseite,
kann hier, wenn ich möchte, so ein bisschen verhaken. Jetzt seht ihr schon, warum ich eine Erhöhung brauche, weil ich sonst mit den Händen nicht so weit kommen würde. Und die Bewegung wird jetzt rückwärtig ausgeführt. Hier beginnt die Kräftigung. Das Ganze machen wir genau andersherum. Die Wirbelsäule bleibt eingerollt. Die Hüfte kippt sich nur nach vorne. Und jetzt erst hole ich die Bewegung aus der Lendenwirbelsäule, jetzt aus der Brustwirbelsäule und jetzt aus der Halswirbelsäule. Ich kann die ruhig auch mal überstrecken, um dem Alltag entgegenzuwirken, wo ich doch meistens nur nach vorne und unten auf mein Handy gucke und trainiere so meine gesamte Brust-, Hals- und Lendenwirbelsäule und meine Hüfte gezielt. Ich bewege sie und lasse den Körper mal wieder eine Ansteuerung der ganzen Wirbelkörper spüren. Das gleiche nochmal von vorne, ohne so viel Gequatsche. Halswirbelsäule runter, Brustwirbelsäule runter, Lendenwirbelsäule runter. Jetzt Po-Spannung loslassen. Und wieder die aktive Bewegung rückwärtig ausführen. Jetzt haben wir die Kräftigung der Wirbelsäule, der Muskulatur rund um die Wirbelsäule, die sonst eher nicht trainiert wird. Okay, wir können das Ganze noch mit zusätzlichem Gewicht beladen. Dazu nehmt ihr einfach eine Hantel. Und dann müsst ihr selbst mal schauen, was gut ist. 1,20 Kilo. Ich mache es jetzt hier einfach mal mit 7,5 Kilo mit einer Multifunktionshantel. Das gleiche ist Prinzip in grün. Ihr nehmt die Hantel in die Hand, zieht die Halswirbelsäule nach unten. Lasst jetzt nicht nur die Schwerkraft euch nach unten tragen, sondern gleichzeitig auch noch die Hantel an eurer Wirbelsäule etwas nach unten ziehen. Das gibt mir immer so einen richtigen Stretch nochmal im Nackenbereich, weil auch die Schulterblätter auseinandergezogen werden. Und dann gehe ich hier weiter nach unten. Und wenn ihr die Übung mehrmals ineinander ausgeführt habt, werdet ihr merken, aha, okay, die Hantel zieht mich hier in den Stretch. Und auch das Hochkommen wird anfangs aus der Beinrückseite erfolgen und dann sukzessive aus der Wirbelsäule. Gänzlich einfach, ihr könnt das Gewicht je nach eurem Trainingslevel anpassen und habt da somit eine optimale Progressionsstufe. Okay, geile Übung, oder? Auch hier gilt wieder, keep it easy, also bleibt dabei, dass euer Körper sich den Progressionsstufen langsam anpassen muss. Das ist im Zweifel eine Bewegung, die ihr sehr selten ausführt. Und deswegen braucht der Körper Zeit, um sich zu adaptieren, um die Muskulatur aufzubauen. Es geht hier überhaupt nicht darum, jede Menge Gewicht zu bewegen, sondern einfach nur immer und immer und immer und immer wieder eurem Körper zu sagen, bewegt die Wirbelsäule, benutzt die Wirbelkörper dafür, wo sie gemacht sind. Die sind nicht dafür gemacht, den ganzen Tag nur gerade zu sein, sondern die können ruhig eine gewisse Beweglichkeit ab. Denn nur so bleibt er geschmeidig und auch nur so verhindert ihr, dass euer Körper die entsprechende Muskulatur in der Wirbelsäule abbaut. Abbauen will ich nicht, sondern aufbauen, und zwar Follower. Deswegen, oh Gott, das wird immer schlechter, Instagram, Facebook und YouTube, abonniert mich da gerne, lasst mir ein paar Likes da. Wenn ihr Fragen habt, ey, nutzt die Kommentarfunktion, ich antworte auf jedes Kommentar. Macht mir mega Spaß, mich mit euch auszutauschen. Ansonsten bleibt mir zu sagen, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Ich werde hier noch zwei weitere Videos verlinken und werde auch noch einen Abonnenten-Banner einblenden, den ihr anklicken könnt. Zumindest, wenn ihr das Video auf YouTube guckt. Wenn ihr das auf Facebook oder Instagram guckt, dann wird das nicht erscheinen. Ihr könnt mich aber natürlich gern auch auf YouTube besuchen. Ansonsten bleibt bei meiner Catchphrase. Haut rein, bleibt geschmeidig. Ciao.